Mit den Nageln. Mit den Guten Nageln. Morgen. Mit den Nageln, du Licht der Welt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Heiliger Geist, Bruder Jesus, himmlischer Vater, danke, dass ihr da seid, wie immer. Danke, dass wir euch immer stärker spüren. Und dass wir eurem Licht immer näher kommen. Und danke, Vater, dass du uns aus deinem Licht erschaffen hast. Und dass wir wie du sind. Danke für diesen Augenblick. Für diesen großartigen, wunderbaren, erhebenden, freudigen Augenblick, den wir miteinander und mit dir teilen dürfen. Danke, dass wir nicht mehr alleine in der Dunkelheit herumkrabbeln, sondern du, Vater, uns mit deinem Licht erfasst hast und uns himmelwärts ziehst. Und Heiliger Geist, wir öffnen unseren Geist heute Morgen deiner Unterweisung. Du bist unser wirklicher Lehrer. Wir wollen unser vergangenes Lernen nicht gegen deine gegenwärtige Lehre stellen, sondern unser vergangenes Lernen einfach da lassen, wo es hingehört, in die Vergangenheit, damit dieser Augenblick uns etwas wirklich Neues bringen kann. Damit wir aus der Gegenwart lernen können. Danke für die Erkenntnis und die Wunder, die du für heute schon vorbereitet hast. Amen. Amen. Danke, dass wir im Licht der Freude verbunden sind. Mein Thema ist heute Auferstehen zum Licht der Wahrheit. Jedenfalls war das der Titel, den ich so kriegte. Auferstehen zum Licht der Wahrheit. Und das ist ja unser ganzer Weg aus der eingebildeten Dunkelheit in das Licht der Wahrheit. Und Gott, der Ursprung vom Licht ist und dessen Nähe wir durch einen lichterfüllten Geist spüren, ist ja alle Wahrheit. Eine so umfassende Wahrheit und Erkenntnis, dass es uns in einem Augenblick, könnten wir das fassen, das ganze Universum der Universen erkennen lassen würde. Und in unseren Geist sickert so ab und zu mal eine Erkenntnis rein. Oder wir haben schon vielleicht größere Erkenntnisphasen. Ja, genau. Und was ist denn die Dunkelheit? Was ist denn die Dunkelheit? Frage an euch live. Dunkelheit, mag jemand sagen, was ist die Dunkelheit? Dunkelheit ist Abwesenheit von Licht. Hm. Wie kommt das, dass dein Geist manchmal dunkel ist? Oder du dich in der Dunkelheit fühlst. Was ist das? Weil ich mich von Gott abgewandt habe
oder getrennt fühle und der Ego-Stimme folge. Genau. Und was ist denn diese Ego-Stimme? Diese Ego-Stimme ist ja nur eine Verzerrung der Wahrheit. Sie ist eine Verzerrung der Wahrheit. Wir glauben ja dem Ego gar nicht, wenn es uns was ganz Unwahres erzählt. Aber die Ego-Stimme ist ja so eine verzerrte Wahrheit, die so ein bisschen noch so was Wahres enthält, dass wir ihr jedenfalls nach irdischem, in Anführungsstrichen Vernunft, dass sie uns was erzählen kann. Und lass uns mal den Ursprung von Dunkelheit anschauen. Und dann lese ich mal aus Kapitel 12 ein bisschen. Lasst uns im stillen Licht der Wahrheit erkennen, dass ihr glaubt, ihr hättet Gottes Sohn gekreuzigt. In der Originaledition ist das im Textbuch Kapitel 12, 5. Lasst uns im stillen Licht der Wahrheit erkennen, dass ihr glaubt, ihr hättet Gottes Sohn gekreuzigt. Wer ist denn Gottes Sohn? Haha! Jeder von uns, ne? Genau. Ja, wir selbst. Genau, und in jedem Augenblick, wo wir nicht bereit sind, Gottes Sohn zu sein, haben wir ihn scheinbar gekreuzigt. Wir lassen ihn nicht sein, wir erlauben ihm nicht zu sein, wir lassen sein Licht nicht zu. Wir wollen nicht sein, wer wir glauben zu sein. Und dieses uns selbst kreuzigen, das machen wir dann auch noch mit dem Bruder. Oder wir sagen, mein Bruder erlaubt mir nicht zu sein. Ich kann nicht sein, weil du bist. Was natürlich eine völlige Projektion ist. Lasst uns im stillen Licht der Wahrheit erkennen, dass ihr glaubt, ihr hättet Gottes Sohn gekreuzigt. Ihr habt dieses schreckliche Geheimnis nicht zugegeben, weil es immer noch euer Wunsch wäre, ihn zu kreuzigen, wenn ihr ihn finden könntet. Ah, irgendwo muss doch der Gottes Sohn sein. Lass mich mein Messer in der Tasche behalten, sobald er auftaucht. Dabei hat dieser Wunsch, ihn, den Gottessohn, vor euch verborgen, weil er sehr furchterregend ist, weswegen ihr euch fürchtet, den Gottessohn zu finden. Ihr seid mit dem Wunsch, euch selbst zu töten, dadurch fertig geworden, dass ihr nicht erkennt, wer ihr seid. Und euch mit etwas anderem identifiziert. Da, hallo? Ist uns das bewusst? Wir sind mit dem Wunsch, uns selbst zu töten, dadurch fertig geworden, dass wir nicht erkennen, wer wir sind und uns identifizieren mit etwas anderem. Wir sind identifiziert mit unserem Ego, wenn wir das sind, weil wir Angst haben, wir würden uns selbst töten. Wir wollen den Christus nicht finden, weil wir immer noch diesen mörderischen Gedanken haben. Wenn wir ihn denn fänden, dann müssten wir ihm das Garaus machen. Ja, und dann heißt es, ihr habt blindlings und wahllos eure Schuld projiziert, ihre Quelle habt ihr jedoch nicht aufgedeckt. Das Ego will euch tatsächlich töten. Und wenn ihr euch mit ihm identifiziert, müsst ihr glauben, dass sein Ziel das eure ist. Das heißt, irgendwie glauben wir, wenn wir uns immer noch manchmal mit dem Ego identifizieren, dass das die weniger schlimme Wahl wäre. Die zweitschlimmste Wahl wäre, wir müssten den Christus denn töten, wenn er auftaucht. Und die drittschlimmste Wahl wäre, wir müssten als der Christus auftauchen. Auf der Arbeit. In unserer Familie. Mit unseren Freunden. Und dann sagen wir, ja, ich kann aber nicht ich selber sein, weil meine Freunde erlauben das nicht. Meine Freunde würden mich verlassen, wenn ich als ich selbst auftauchen täte. Aber das ist eine Projektion.
Weil in Wirklichkeit warten unsere Brüder und Schwestern darauf, dass wir auftauchen als all die Liebe und die Freude und all das Glück und all die Weisheit und all die Wahrheit, die wir in Wirklichkeit sind. Die ganze Welt wartet darauf. Du bist das Licht der Welt. Und nichts wird dadurch gewonnen, dass du dir nicht erlaubst zu sein, wer du bist. Und wenn du die Aleph magst und wenn sie dir etwas bringt, stell dir vor, dass all die Brüder sich nicht getraut hätten oder sich nicht trauen würden. Einfach die Wahrheit zu sagen. Jeden Morgen, jeden Abend, immer öfter. Wir brauchen, dass jeder von uns durch diese Auferstehung geht, aus der Dunkelheit ins Licht. Lies mal aus Kapitel 29, Absatz 42. Diese Welt wird nur dann deine Füße festzurren, deine Hände binden und deinen Körper töten, wenn du glaubst, sie sei dafür gemacht, den Sohn Gottes zu kreuzigen. Diese Welt wird nur dann deine Füße festzurren, deine Hände binden und deinen Körper töten, wenn du glaubst, sie sei dafür gemacht, um den Sohn Gottes zu kreuzigen. Denn obwohl sie ein Traum des Todes war, brauchst du sie nicht für dich als solche hinzunehmen. Erlaube, dass dies verändert wird. Und nichts in der Welt kann anders als mit verändert zu werden. Denn hier ist nichts, was nicht durch das definiert wird, wozu es in deinen Augen dient. Alles hier dient dir die ganze Zeit. Alles dient dem Zweck, den du ihm gibst. Alles dient dem Zweck, den du ihm gibst. Und das bedeutet nicht, okay, ich will jetzt, alle Dinge sollen bedeutungslos sein. Nein, lass Gottes Zweck draufgeschrieben sein und nicht deinen, nicht deine Idee, die irgendwo immer noch, wenn du das Ego attraktiv findest, in deinem Geist schlummert, dass du doch lieber den Gottessohn kreuzigen möchtest, als die Nägel aus seinen Händen zu ziehen. Die Welt ist nicht schlimm. Die Welt dient dir. Die Welt muss nicht abgelehnt werden. Die Welt ist einfach da, solange du meinst, es müsste eine Welt geben. Und bevor du sie verlassen kannst, muss Folgendes passieren. Text weiter. Denn hier ist nichts, wie gerade schon gelesen, was nicht durch das definiert wird, wozu es in deinen Augen dient. Wie lieblich ist die Welt, deren Zweck es ist, dem Gottessohn zu vergeben. Wie frei von Angst, wie voll des Segens und des Glücks. Welche Freude ist es, eine kleine Weile an einem so glücklichen Ort zu verweilen? Aha. Und in einer solchen Welt kann es auch nicht vergessen werden, dass es nur noch eine kleine Weile ist, bis die Zeitlosigkeit leise kommt, um den Platz der Zeit einzunehmen. Und deswegen brauchen wir diesen glücklichen Traum, weil das das Zeichen ist, dass wir wirklich den Gottessohn freilassen. Yay! Dass wir ihn nicht mehr kreuzigen möchten. Dass wir sein Licht, welches Gottes Licht ist, wirklich durch uns strahlen lassen wollen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich will aufhören, mich hektisch dagegen zu wehren. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Es gibt keine Möglichkeit, dem Unausweichlichen aus dem Weg zu gehen. Ich bin, wie Gott mich schuf.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis deine volle Präsenz und Macht und Freude ja, den Brüdern das Ego irgendwie aus dem Geist haut. Oh Mann, Jecke, lass uns doch mal Christus Jecke sein, oder? Das war ein Scherz für die Kölner Fraktion. Genau, aus Kapitel 16, Absatz 42. Das von der Brücke zu reden. Und der Heilige Geist ist sowohl die Brücke als auch der Führer über die Brücke. Und er führt uns aus der Welt, die wir machten, in die wirkliche Welt und darüber hinaus in die wirkliche Welt, die so leuchtet, dass sie einfach in den Himmel übergeht und wir verschwinden. Die Brücke, über die er dich tragen würde, hebt dich aus der Zeit in die Ewigkeit. Erwache aus der Zeit und antworte furchtlos auf seinen Ruf, der dir bei deiner Schöpfung die Ewigkeit gab. Der dir bei deiner Schöpfung die Ewigkeit gab. Auf dieser Seite der Brücke zur Zeitlosigkeit verstehst du nichts. Doch während du sie leichten Fußes überquerst, von der Zeitlosigkeit gestützt, wirst du geradewegs in Gottes Herz geführt, in seiner Mitte. Und nur dort bist du für immer sicher, weil du ewig vollständig bist. Und es gibt keinen Schleier, den die Liebe Gottes in uns gemeinsam nicht lüften kann. Der Weg zur Wahrheit steht offen. Folge ihm mit mir. Der Weg zur Wahrheit steht offen. Folge ihm mit mir. Hier verstehen wir nichts, weil unser Geist so sehr verbunden ist mit den Sinnen dieses Körpers und wir so sehr nach draußen gucken und gewohnt sind, die Formen in dieser Welt zu beobachten und irgendwas mit denen zu machen. Aber unser Geist ist ja der, der aufersteht. Dabei auch den Körper verwandelt, aber der Geist ist der, der aus der Idee von Zeit und Form aufersteht in die Zeitlosigkeit, in die Freude und in das Licht der Wahrheit. Und da überqueren wir diese Brücke. Und wir tun das immer wieder, wenn wir uns ins Licht begeben oder wenn wir tatsächlich in Stille sitzen und Jesus uns in diese andere gefühlt Dimension trägt und wir die Freiheit spüren, die dort der anderen Seite der Brücke ist, so ganz unbeschwert von den Dingen dieser Welt. Und je öfter wir das zulassen, dass wir über diese Brücke gehen und dann auch wieder zurückkommen, wir bringen, genau wie aus jedem heiligen Augenblick, einfach dieses vermehrte Licht, diese vermehrte Erkenntnis, diese tiefere Gewissheit von dem Licht der Liebe auch wieder hier mit her in die Dunkelheit, um hier das Licht der Welt zu sein für unsere Brüder. Es wird uns gegeben, damit wir es teilen. Und eine Zeit lang haben wir dann diese zwei scheinbaren Welten in unserem Geist. Und doch ist die andere so am sich auflösen, auf wundersame Weise. Und die andere wird immer gewisser und immer dichter und immer klarer und immer wirklicher. Ja. Und das braucht auch ein bisschen Zeit und ein paar Besuche in der Zeitlosigkeit. Hey, und Lektion 132, da heißt es, wenn du bist, wie Gott dich schuf,
dann kannst du nicht getrennt von ihm denken und nichts machen, was seine Zeitlosigkeit und Liebe nicht teilt. Wenn du bist, wie Gott dich schuf, kannst du nicht getrennt von ihm denken und nichts machen, was seine Zeitlosigkeit und Liebe nicht teilt. Und nur das Liebevolle ist ja wirklich und alles andere ist per Definition unwirklich, weil es gar keine Substanz enthält, egal wie wirklich es scheinen mag, es ist immer noch nichts. Weil was nicht Gottes Substanz hat, existiert in Wirklichkeit gar nicht und ist einfach ein Wahn des Gottessohnes. Und deswegen ist Lieben das Merkmal oder ein Merkmal des Lichts oder ein anderes Wort für Licht. Und Liebe ist Barmherzigkeit und Güte und Wohlwollen und all die Dinge, die man mit Liebe verbinden könnte. Und dieses Auszudehnen heißt, wie Gott zu denken. Und alles, was dann als wie so Amplitude oder als Frequenz da oben drauf kommt, liebevoll zu sprechen, liebevoll zu handeln, all das hat Bestand und alles andere hat wirklich keinen Bestand. Es ist bedeutungslos. Weil Gott dann nicht drauf schaut, weil das ihn nicht erweitert, weil da kein Licht drin ist und keine Liebe. Wenn du wie Gott bist, ja, wenn du wie Gott bist, wenn du so bist, wie Gott dich schuf, kannst du nicht getrennt von ihm denken und nichts machen, was seine Zeitlosigkeit und Liebe nicht teilt. Sind diese der Welt innewohnend, die du siehst? Erschafft sie wie er? Wenn dies nicht der Fall ist, ist sie nicht wirklich und kann überhaupt nicht sein. Aber wenn du wirklich bist, ist die Welt, die du siehst, falsch. Denn Gottes Schöpfung ist in jeder Hinsicht anders als die Welt. Und wie es sein Gedanke war, durch den du erschaffen wurdest, so sind es deine Gedanken, die die Welt gemacht haben und sie befreien müssen, damit du die Gedanken erkennen kannst, die du mit Gott teilst. Wir sind die Mini-Schöpfer, die irgendwie hier üben, bessere Schöpfer zu sein. Und ja, wir sind wie kleine Kinder, manche von uns manchmal, die immer noch alles kaputt hauen und umstoßen und schimpfen und schreien und Gott sagt, hey Mann, lass doch mal dein schädliches Spielzeug beiseite und werd doch jetzt mal ein bisschen erwachsen und denk doch mal ein paar liebevolle Gedanken in Richtung der Welt und deiner Brüder. Erkenn doch mal, wer deine Brüder in Wirklichkeit sind. Schau doch mal auf sie, wie Gott auf sie schauen würde. Weil das ist unser Erwachsenwerden und gleichzeitig uns auch unsere Auferstehung in das Licht der Wahrheit, dass wir immer mehr so werden, wie Gott ist, weil wir wie Gott sind. Weil dieser Gedanke, ich bin wie Gott mich schuf, seine ganze Bedeutung aus der Erforschung des Gedankens bekommt, wie ist denn Gott? Und interessant ist, dass Gott ja seinen Heiligen Geist uns gab und uns durch seinen Heiligen Geist erreicht. Das heißt, unsere Gedanken sind wie Gottes Gedanken, unsere heiligen Gedanken erreichen nämlich unsere Brüder. Unsere heiligen Gedanken haben das Licht und die Ausdehnung für unsere Brüder ausgesprochen oder nicht, das Licht zu sein, so wie der Heilige Geist von Gott aus das Licht in unserem Geist ist. Und deswegen liebe ich einfach beten, weil es meinen Geist in einen Zustand bringt, wo ich das Beste und Barmherzigste für alle meine Brüder in dem Augenblick denke und
ich meinen Geist in so einem lichtvollen und liebevollen Zustand in ihre Richtung ausdehne, wie übrigens auch Helen Schuckmann es gemacht hat, als sie von Jesus zum Beten angewiesen wurde. Jeder deiner Gedanken, und das ist so schön, die Gedanken, die mit wenig Licht gefüllt sind, haben einfach kaum Ausdehnung. Wie gut, die sind in ihrer Ausdehnung begrenzt. Gott sei Dank. Aber die Gedanken, die wirklich liebevoll sind, die machen so wusch und gehen so einmal durchs Universum, weil sie so sind wie Gottes Gedanken, weil sie so unterstützt werden von Gottes Gedanken, weil das ein Raum ist, in dem ich wie Gott denke. Letzten Satz nochmal. Und wie es sein Gedanke war, durch den du erschaffen wurdest, so sind es deine Gedanken, die die Welt gemacht haben und sie befreien müssen, damit du die Gedanken erkennen kannst, die du mit Gott teilst. Und das ist das, was der Kurs meint, dass diese privaten Gedanken, die wir so im Dunkeln denken, nicht geteilt werden können, weil die haben kein Licht und keine Ausdehnung in sich. Die können gar nicht geteilt werden, weil da fehlt was. Da fehlt wie soll ich das sagen? Die Sendekraft. Wie gut. Wie ist aus Kapitel 13, Absatz 59? Wie ihr hat auch der Heilige Geist die Wahrheit nicht gemacht. Wie Gott erkennt er, dass sie wahr ist. Er bringt das Licht der Wahrheit in die Finsternis, der Heilige Geist, und lässt es über euch leuchten. Vielleicht kommt daher der Heiligenschein. Er bringt das Licht der Wahrheit in die Finsternis und lässt es über euch leuchten. Und weil es leuchtet, sehen es eure Brüder. Und weil sie merken, dass dieses Licht nicht etwas ist, was ihr gemacht habt, sehen sie mehr in euch als ihr. Sehen sie mehr in euch als ihr. Hast du das schon erlebt, dass jemand mehr in dir sieht als du, dir mehr zutraut als du? Kommt, weil der Bruder das Licht sieht, was über dir vom Heiligen Geist schwebt. Weil der Bruder deinen Heiligenschein sieht, weil er weiß, was da alles drinsteckt. Er bringt das Licht der Wahrheit in die Finsternis und lässt es über euch leuchten. Und weil es leuchtet, sehen es eure Brüder. Und weil sie merken, dass dieses Licht nicht etwas ist, was ihr gemacht habt, sehen sie mehr in euch als ihr. Sie, die Brüder, werden zu den glücklichen Schülern der Lektion, die dieses Licht ihnen bringt, weil es das Licht sie die Befreiung vom Nichts und von allen Werken des Nichts lehrt. Und das Nichts sind einfach all die Dinge, wo kein Licht drin ist, all die geistigen Ideen, die einfach nicht lichtvoll sind, all das, was nicht aus dem Licht kommt, mit Licht kommt, nicht aus der Liebe kommt, nicht mit Liebe kommt, hat keine Substanz, weil die einzige wirkliche Substanz ist das Licht und die Dunkelheit ist einfach eine Abwesenheit davon. Und das Licht ist die Substanz und Substanz heißt, da ist wirklich was, da sind Teilchen oder Welle oder was auch immer, aber die Dunkelheit sagt einfach nur, hey, da ist jetzt nichts, oder? Was die Dunkelheit auch sagt, hey, da ist kein Spiegel. Weil wenn ich zum Beispiel rausschaue in diesem Raumzeituniversum und ich sehe ein dunkles Universum, ist das in Wirklichkeit voll mit Licht. Aber das Licht muss sich irgendwo spiegeln, damit ich sehen kann, ah, da ist was. Deswegen sagt der Kurs auch, hey, du kannst ein wunderbarer Spiegel für Gott werden, wenn dein Spiegel sauber ist.
und nicht voll ist mit der Widerspiegelung von anderem. Ja. Der Heilige Geist ist das Licht, in dem Christus offenbar wird. Der Heilige Geist ist das Licht, in dem Christus offenbar wird. Der Heilige Geist hilft uns, das Licht der Brüder zu sehen, hilft uns, überhaupt im Licht zu sehen, hilft uns, im Licht zu erkennen. Der Heilige Geist ist das Lichtvolle in unserem Geist. Und es ist nicht wirklich mein Heiliger Geist, sondern es ist der Heilige Geist, der eine Geist, der im Licht uns alle verbindet. Und alle, die ihn schauen möchten, können ihn sehen, da sie um Licht gebeten haben. Alle. Lass uns um mehr Licht in unserem Geist bitten. Heiliger Geist, komm du mit mehr Licht in unserem Geist. Wir wollen uns nicht mehr mit dem Ego identifizieren. In einem Versuch, den Christus zu kreuzigen, nein, 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 wir wollen mehr Licht in unserem Geist. Lass du mehr Licht auf uns leuchten. Lass du mehr Licht in unserem Geist leuchten, weil wir wollen zu diesem Licht auferstehen. Wir wollen in diese Wahrheit auferstehen, auferstehen aus den Gruften der Vergangenheit und des Körpers und der Ego-Identifizierung in das Licht der Wahrheit unseres wirklichen Seins. Und das wird nicht durch den Tod vollbracht, wo man ja auch denken könnte, oh ja, genau, wenn der Körper weg ist, dann komme ich in den Lichttunnel und wusch und dann bin ich irgendwie im Himmel. Nein, du wirst durch die Wahrheit befreit und durch dieses Licht. Ja. Und dann werden die Brüder zu unseren glücklichen Schülern, zu den glücklichen Schülern der Lektion, die dieses Licht bringt, weil es sie die Befreiung vom Nichts und von allen Werken des Nichts lehrt und die schweren Ketten, die sie an die Verzweiflung zu binden scheinen, sehen sie nicht als Nicht. Also, wenn wir in der Dunkelheit sind, dann scheinen uns die Formen so real und das Ego so real. Und das Licht zeigt aber auf in jedem Augenblick, wo dieses Licht da drauf leuchtet, hey, es ist gar nicht so schlimm. Guck mal, ich bin einfach hier ein paar Sprossen bei da oben und da, von da oben sieht es ganz anders aus. Wenn du rauskommst und dich mal über das Schlachtfeld stellst, ist doch gar nichts passiert. Komm, lass uns nicht an nichts glauben. Lass uns nicht glauben, dass das, was keine Liebe und kein Licht hat, etwas ist. Ja, und wenn wir das sehen, wie die Brüder einfach loslassen von dem Nichts, von dem sie sich gebunden fühlten, gibt uns das eine Widerspiegelung der Wirklichkeit des Heiligen Geistes in unserem Geist. Und dann werden wir das Licht mit ihnen sehen, weil wir die Brüder Freude und Befreiung gelehrt haben. Und weil wir sie Freude und Befreiung gelehrt haben, werden sie zu unseren Lehrern der Befreiung und der Freude. Ich liebe diesen Plan des Heiligen Geistes. Teile das Wunderbarste in deinem Geist, das Liebevollste, das Lichtvollste und schau, was es tut. Und dann lass dir eine Widerspiegelung der Wahrheit geben, eine Bestätigung
dass du im Licht bist, dass der Heilige Geist in dir ist, dass Wunder wirklich sind, weil sie werden im Licht gesehen. Wie sollen sie denn anders gesehen werden als im Verschwinden von Illusionen? Oh Mann. Tschüss. Hey Vater, wir wollen anerkennen, dass nichts etwas ist, was nicht von dir ist. Dass es keine Substanz hat und mich nur binden kann, wenn ich das will, wenn ich den Sohn Gottes kreuzigen will und an die Dunkelheit, die nichts ist, glauben will. Ich bin so frei, du bist so frei, wie Gott dich schuf. Es gibt ein Licht, das diese Welt nicht geben kann. Ihr aber könnt es geben, so wie es euch gegeben wurde. Indem ihr es gebt, erstrahlt es, ja, um euch aus der Welt zu rufen und ihm, dem Licht, zu folgen. Denn dieses Licht wird euch anziehen, wie nichts in dieser Welt es sonst vermag. Und ihr werdet die Welt weglegen und eine andere finden. Diese andere Welt erstrahlt, ist ein bisschen weiter unten in Kapitel 12, ist, glaube ich, Absatz 56. Diese andere Welt erstrahlt in der Liebe, die ihr ihr gegeben habt. Die Welt erstrahlt in der Liebe, die ihr ihr gegeben habt. Es gibt nichts in dieser Welt zu finden, außer das, was wir ihr gegeben haben. Und wenn wir ihr nichts gegeben haben und von ihr versuchen, etwas zu bekommen, binden wir uns an nichts. Wir binden uns an nichts, weil da ist nichts außer dem, was wir hineingeben. Und die wirkliche Welt erstrahlt in der Liebe, die wir ihr gegeben haben. Denn Liebe ist die weltlichste Form, Quatsch, Vergebung ist die weltlichste Form vielleicht von Liebe oder eine Anfangsform von Liebe. Es ist irgendwie, wo wir anfangen. Und dann erkennen wir, dass es irgendwann, erkennen wir, dass es einfach gar nichts zu vergeben gibt. Es war schon alles gut. Unsere Wahrnehmung ist korrigiert. Und die Welt erstrahlt in der Liebe, die wir ihr gegeben haben. Und in dieser Welt, die erstrahlt in der Liebe, die wir ihr gegeben haben, heißt es im Text, hier wird euch alles an euren Vater erinnern und an seinen heiligen Sohn. Das Licht ist unbegrenzt und ergießt sich über diese Welt in ruhiger Freude. Und all jene, die ihr mit euch gebracht habt, werden auf euch leuchten und ihr werdet dankbar auf sie leuchten, weil sie euch hierher gebracht haben. Euer Licht wird sich mit ihrem zu einer Macht verbinden, die so unwiderstehlich ist, dass sie die anderen aus dem Dunkel ziehen wird, während ihr auf sie blickt. Wow. Wenn unsere Lichter sich miteinander verbinden, dein Licht und mein Licht und deins auch und deins noch dazu und unser alles Licht sich verbindet, und da so eine Strahlkraft entsteht, dass es niemand sich mehr wehren kann. Wäre das nicht was? Irgendjemand interessiert? Yay, Andrea auch. Yippie. Und der Unterschied in dem zwischen Besonderheit und dem Christus ist, dass die Besonderheit will dieses Licht einfach nur für sich haben. Und der Christus will das teilen, weil es ungeteilt keine Bedeutung hat. Er will das teilen, weil das Licht ja an sich ein
da eine Ausdehnung ist. Wie soll man das nur für sich haben wollen? So, es ist ein Teilen, es ist immer in einer Zuwendung zum Bruder. Genau. Und deswegen leuchten wir aufeinander in Dankbarkeit und Liebe und drehen uns dann rum und holen immer mehr in diesen Kreis der Versöhnung, weil das ist der Plan Gottes, dass alle seine Kinder erlöst werden. Zu Christus zu erwachen heißt, den Gesetzen der Liebe aus freiem Willen und aus dem stillen Erkennen der Wahrheit in ihnen nachzufolgen. Zu Christus zu erwachen heißt, den Gesetzen der Liebe aus freiem Willen und aus dem stillen Erkennen der Wahrheit in ihnen nachzufolgen. Zu Christus zu erwachen heißt, den Gesetzen der Liebe aus freiem Willen und aus dem stillen Erkennen der Wahrheit in ihnen nachzufolgen. Als Jesus gab, so wird es in der Bibel dokumentiert, gab er uns das Gesetz, dass die wichtigsten beiden Gesetzen, die eigentlich eins sind, Gott mit allem, was wir haben, zu lieben und den Bruder wie uns selbst. Aber das ist kein Gesetz, kein Zwang. Es ist irgendwie, hallo, erkennst du, was Liebe ist und bedeutet? Dass in diesem Licht der Liebe die ganze Erlösung für dich und für alle liegt. Ja, die Bedeutung der Liebe kann nicht gelehrt werden, aber sie kann erkannt werden. Indem wir erkennen, dass es die Liebe Gottes ist, die uns nach Hause ruft, dass es die Liebe Gottes ist, die uns sicher hält, dass es die Liebe Gottes ist, in die wir uns einkuscheln können, wenn wir uns einsam fühlen, dass es die Liebe Gottes ist, die uns nicht im Stich lässt, dass es die Liebe ist, die uns heilt, dass die Liebe in Wirklichkeit die ganze Bedeutung und alles, was wir suchen, ist. Und gleichzeitig alles, was wir sind, denn Gott, die Liebe, schuf uns ja als genau diese Liebe, als dieses Licht, als diese Wahrheit, als der Friede. All das ist irgendwie scheinbar in Worten verschieden und doch das Gleiche. Und Vater, danke, dass diese Liebe jetzt hier ist. Dein Licht jetzt in uns leuchtet und auf uns scheint. Und das immer tut. Die Anziehungskraft des Lichtes muss euch bereitwillig zu sich ziehen und Bereitwilligkeit wird durch Geben kundgetan. Durch Geben kundgetan. Bereitwilligkeit wird durch Geben kundgetan, denn Geben macht Platz für Empfangen. Diejenigen, die Liebe von euch annehmen, werden zu euren bereitwilligen Zeugen für die Liebe, die ihr ihnen gabt. Und sie sind es, die sie euch anbieten. Im Schlaf seid ihr allein und euer Bewusstsein ist auf euch selbst eingeengt. Und deswegen kommen Albträume. Ihr träumt von Isolation, weil eure Augen geschlossen sind. Ihr seht eure Brüder nicht und in der Dunkelheit könnt ihr nicht auf das Licht schauen, das ihr ihnen gegeben habt. Weil wir in der Dunkelheit überhaupt nichts sehen. Weil wir weder die Wahrheit über uns erkennen, noch über den Bruder. Und dann wollen wir schnell wieder über diese Brücke gehen. Schnell wieder uns erinnern, dass Dunkelheit nichts ist, auch wenn das Nichts in der Dunkelheit real erscheint. Und dass die Liebe alles ist und das Licht alles ist, weil es die Substanz Gottes beinhaltet.
Und lasst uns einfach einen Augenblick in unserem Geist, gerne mit geschlossenen Augen, auf all die Wesen, die Menschen in unserer Welt, in unserer geistigen Welt schauen. Und sie einfach alle als unsere Freunde und Brüder betrachten und als der Liebe würdig. Oder wir wollen einen Augenblick lang uns erinnern, dass du alle uns alle gleich als Licht, als Liebe, als der Liebe würdig erschaffen hast und dass deine Gerechtigkeit auf uns alle gleichermaßen liebevoll schaut. Und so wollen wir sein, denn so sind wir erschaffen worden, wie du. Lass uns unseres Bruders Vergangenheit zurücklassen in der Zeit und in diese gegenwärtige Betrachtung der Würdigkeit aller Brüder kommen. Das, was du geschaffen hast, Vater, ist großartig und unendlich wertvoll. Ich will meinen Willen mit deinem in diesem Augenblick verbinden und sie mit der größtmöglichen Wertschätzung und Liebe und Würdigung betrachten. In der Essenz dessen, was sie wirklich sind. Mich freuen an den Lektionen. Mich freuen an ihrem Licht, dankbar auf sie zurückleuchten. Im Gewahrsein, dass wir das gerade alle gemeinsam tun. Unsere Lichter verbinden. In dieser großen Ausdehnung. In dieser großen Dankbarkeit, dass all diese Brüder mir gegeben sind und ich das Geschenk an sie bin. Yay. Brigitte will wissen, was auf meinem Schal steht. Ich glaube, es steht da sowas wie: Lebe das großartigste Leben, das du leben kannst. Sowas. Yay. Yay, mag noch jemand was teilen, irgendjemand was sagen, irgendjemand was Liebevolles aus dem. Jemand eine Erkenntnis, die er sie teilen möchte.
Ja, alles ist großartig, auch über deinen Schal hinaus. Sehr bereichernd. Und erfüllend. Genau. Im Jetzt. Ah, und all die Bilder sind weg. Und all die Bilder sind weg. Yay, der Heilige Geist kam zum Überbelichten. Wusch, einmal weg. Die ganzen. Ja, genau. Deswegen ist Erlösung ja so leicht. Wir werden doch nur von alten Bildern befreit. Das ist doch, Genau. Sie werden einmal dem Licht angeboten. Der Heilige Geist sagt einmal überbeleuchten und dann war, was war da? Was war da? War da was? Es sei denn, wir wollen den Gottessohn kreuzigen, was aber wir nicht mehr wollen. Wir wollen ihn leben lassen. Halleluja. 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 Okay, dann sage ich mal tschüss, halte mal die Aufzeichnung an und vielleicht haben wir noch ein schönes Lied, was ich spielen kann, ohne Aufzeichnung. Ah.